Kapitel 15. Antworte dem Feigenbaum. Markus 11 enthält einige gewaltige Lektionen darüber, wie man von Gott im Gebet empfängt. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah von weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann, wie antwortete, Fußnote Elberfelder Bibel, und sprach zu ihm: Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Markus 11, 12 bis 14. Wenn ein Feigenbaum Blätter hat, dann sollte er auch Feigen tragen. Feigenbäume bringen Frucht, bevor sie Blätter treiben oder zur selben Zeit. Jesus ging zu dem Baum, weil er Blätter sah und hungrig war und damit rechnete, einige Feigen pflücken zu können. Als er keine fand, verfluchte er den Baum und befahl ihm abzusterben. Viele Menschen fragen sich, warum der Herr über den Feigenbaum so aufgebracht war, wenn doch noch keine Zeit für Feigen war. Der Grund ist, dass Jesus der Schöpfer der Feigenbäume ist. Er ist derjenige, der sie so geschaffen hat, dass sie Feigen tragen, bevor sie Blätter treiben. Dieser Feigenbaum hatte Jesu Befehl missachtet. Er war pervers. Er war ein Heuchler. Er beanspruchte etwas, das er nicht besaß. Deshalb wurde Jesus zornig und verfluchte ihn. Beachte, dass der Herr dem Feigenbaum antwortete. Der Baum hatte also zu ihm gesprochen. Man kann nicht antworten, wenn man nicht zuvor angesprochen worden ist. Dieser Baum hatte Jesus gesagt, er hätte Feigen, obwohl er in Wirklichkeit keine besaß. Er war ein Lügner. Deshalb sprach Jesus ihn direkt an. Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Markus 11, 14. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum vor dort, von den Wurzeln an. Markus 11, 20. In Matthäus 21, 19 berichtet die Bibel, dass der Feigenbaum sofort verdorrte, als Jesus zu ihm sprach, auch wenn die Jünger das Resultat nicht vor dem nächsten Morgen sahen. Genau in dem Moment, als Christus sprach, fand das Wunder statt und der Feigenbaum starb ab. Weil der Baum jedoch von den Wurzeln an verdorrte, brauchte das, was unter der Erde geschehen war, annähernd 12 Stunden, um sich über der Erde zu manifestieren. Das ist ein wunderbares Bild dafür, was im Gebet geschieht. Mehr als offensichtlich ist. Gott ist Geist und er bewegt sich in der geistlichen Dimension. Oft dauert es eine Weile, bevor sich das, was Gott in der geistlichen Welt getan hat, in der physikalischen Welt manifestiert. Ich bin erstaunt darüber, wie viele Menschen das nicht wissen.
Die meisten Christen meinen, dass wenn Gott etwas geschehen lassen will, es auch schon sofort geschehen ist. Sie verstehen die Einschränkungen und Begrenzungen nicht, mit denen Gott bei der Beantwortung vom Gebet zu tun hat. Als der Herr die Himmel und die Erde schuf, setzte er bestimmte Gesetze in Gang. Er selbst hält diese Gesetze ein. Aus diesem Grund dauert es oft eine Weile, bis sich das, was im Geist wahr ist, im Physikalischen manifestiert. Gott befahl zum Beispiel in Daniel 9 einem seiner mächtigsten Engel, Gabriel, Daniels Gebet zu beantworten. Gabriel brauchte nur ungefähr 3 Minuten, um zu erscheinen und den Befehl des Herrn auszuführen. In Daniel 10 brauchte Gottes Bote 21 Tage, um mit Daniels Antwort zu erscheinen. Warum beantwortete Gott das eine Gebet in 3 Minuten und das nächste in 3 Wochen? Das tat er gar nicht. Gott beantwortete beide Gebete umgehend. Aber beim ersten Mal brauchte der Bote für sein Erscheinen 3 Minuten und beim zweiten Mal 3 Wochen. Gott war nicht die Variable. Er ist beständig. In beiden Fällen erging die Anordnung sofort von seinem Thron, sobald die Bitte im Gebet vorgebracht worden war. Hier passiert einfach mehr, als wir bisher verstanden haben. Zu diesem Thema habe ich eine großartige Lehre. Sie trägt den Titel What to do when your prayers seem unanswered? Was tun, wenn deine Gebete scheinbar unbeantwortet bleiben? Bislang nur in Englisch erhältlich. Gottes Wort verspricht dir Wiederherstellung, aber nicht, dass sie sich augenblicklich manifestiert. Markus 16,18 erklärt: Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Die Vorstellung, wenn Gott nur wollte, dann könnte ich geheilt werden und diese Symptome wären augenblicklich verschwunden, kann anhand der Bibel nicht belegt werden. Viele Dinge bestimmen, wie schnell man seine Heilung erfährt. Nachdem ich mit einer AIDS-kranken Frau gebetet hatte, konnte ich feststellen, dass die Krankheit ihren Körper verlassen hatte. So setzte ich die Salbung Gottes frei, damit sie den durch die Krankheit geschädigten Körper der Frau wiederherstellte. Ich erklärte ihr: Ich glaube, dass du völlig von AIDS geheilt bist. Aber obwohl die Infektion restlos aus dir verschwunden ist, muss dein Körper sich von dem Schaden erholen, den die Krankheit angerichtet hat. Ich weiß nicht, was das alles umfasst, aber du solltest deinem Körper Zeit gönnen, sich wieder aufzubauen. Deine völlige Wiederherstellung könnte noch einige Tage in Anspruch nehmen. Wenn du Gebet empfängst und keine sofortigen Ergebnisse siehst, dann widerstehe der Versuchung anzunehmen, naja, es ist nichts passiert. Selbst wenn du dich noch schwach fühlst, kann das Übel schon völlig aus deinem Körper verschwunden sein. Vieles passiert unter der Oberfläche und du kannst es nicht sehen. Wenn du versuchst, lediglich durch die Wahrnehmung deiner 5 Sinne zu erkennen, ob Gott sich bewegt hat oder nicht, dann entgehen dir die Dinge Gottes. Glauben an Gott. Obwohl Jesus zu dem Feigenbaum sprach
und das Ereignis augenblicklich eintraf, waren die Folgen erst 12 Stunden später sichtbar. Manchmal dauert es eine Zeit, bis sich das, was Gott bereits vollbracht hat, auf der physikalischen Ebene manifestiert. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Markus 11, 21. Petrus war schockiert, als er den Feigenbaum am nächsten Morgen sah. Wenn wir die Bibel lesen, neigen wir dazu zu übersehen, wie es für diejenigen gewesen sein muss, die damals alles live miterlebten. Wahrscheinlich wärst du ganz schön beeindruckt, wenn ich auf einem gemeinsamen Spaziergang mit dir im Vorübergehen einem Baum befehlen würde: Stirb in dem Namen Jesu, und du diesen Baum dann am nächsten Tag verdorrt und abgestorben vorfändest. Da würdest du doch bestimmt etwas sagen, oder? Petrus erwähnte diese Angelegenheit nicht nur beiläufig. Er war überwältigt. Jesus, schau dir den Feigenbaum an! Der Herr benutzte diesen Moment von Belehrbarkeit, um zu veranschaulichen, wie Gebet funktioniert. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Markus 11, 22. Das Wunder geschah durch Glauben an Gott. Glaube ist eine gewaltige Kraft, aus der du jedoch nur dann Nutzen ziehen kannst, wenn du ihn auch anwendest. Glaube wird von Gesetzen beherrscht. Römer 3, 27. Genau wie der natürliche Bereich funktioniert auch der geistliche Bereich nach Gottes übernatürlich eingesetzter Ordnung. Unwissenheit fragt: Warum hat Gott diesem Menschen nicht geholfen? Warum hat er ihn sterben lassen? Heilung, Befreiung, Wohlstand und Errettung passieren nicht einfach. Man muss geistlichen Gesetzen gehorchen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Selbst auferlegte Beschränkungen. Elektrizität wird von Naturgesetzen beherrscht. Zum Beispiel ist Kupfer ein besserer Leiter für elektrischen Strom als Gummi. Gott hat das einfach so eingerichtet. Wenn wir die Gesetze der Elektrizität anwenden, dann sind wir in der Lage, ihre Kraft zu bändigen und zu unserem Vorteil zu nutzen. Bevor wir diese Gesetze jedoch verstanden und anwendeten, mussten wir ohne Elektrizität auskommen. Tausende von Jahren lebten Menschen ohne die Vorteile von Elektrizität. Das lag nicht an Dummheit, sondern an Unwissenheit. Zu allen Zeiten lebten geniale Menschen, doch wussten sie einfach nicht, was elektrischer Strom war und wie er funktionierte. Obwohl es Elektrizität auf der Erde gibt, seit Gott sie geschaffen hat, musste der Mensch die Gesetze, denen sie gehorcht, erst entdecken, bevor er sie nutzen konnte. Stell dir vor, man hätte Elektrizität zur Blütezeit Ägyptens, in den Tagen Salomos oder zu Lebzeiten Jesu genutzt. Sie war schon da, aber Unwissenheit hinderte uns daran, sie zu nutzen. So hat es zum Beispiel auch die Komponenten, die ein Handy funktionieren lassen, schon immer gegeben. Doch erst in den letzten 20 Jahren waren wir in der Lage, die Technologie zu entwickeln, sie auch einzusetzen.
Wenn uns nicht unsere Unwissenheit im Weg gestanden hätte, hätten viele Dinge, die wir heute tun, schon wesentlich früher getan werden können. Technische Fortschritte werden dadurch möglich, dass wir die Naturgesetze entdecken, durch die technische Prozesse gesteuert werden. Eines Tages werden wir Autos haben, die mit Wasser fahren. Dann werden wir rückblickend denken, dass es von Unwissenheit zeugte, Benzin als Treibstoff zu verwenden. Der einzige Grund, warum wir nicht schon jetzt in den Genuss dieser Dinge kommen, ist, dass wir die entsprechenden Gesetze noch nicht entdeckt haben. Gott kontrolliert sich selbst und das Universum, das er schuf, durch die Gesetze, die er in Existenz sprach. Diese Gesetze bestimmen, wie er wirkt. Es würde einfach keinen Sinn machen, wenn der eine, der diese physikalische Welt mit so viel Ordnung geschaffen hat, zum Beispiel die Elektrizitäts-, die Gravitationsgesetze und so weiter, selber chaotisch und desorganisiert wäre. Christen sagen mir oft: Natürlich habe ich gebetet. Aber hast du richtig gebetet? Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe, aber wenn Gott wollte, könnte er mich einfach heilen. Sie denken, dass Gott keinerlei Beschränkungen unterliegt. Zugegeben, diese Beschränkungen sind selbst auferlegt, aber nichtsdestoweniger sind es Beschränkungen. Gott hält seine eigenen Gesetze ein. Befolge seine Richtlinien. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Psalm 89, 35. Wenn Gott sein Wort gibt, bricht er es nie. Er sagt nie etwas, das er nicht meint, und er meint immer, was er sagt. Als der Herr sagte: Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen, Jakobus 4,7, hat er dir zum Beispiel ein ungeheures Privileg gegeben. Damit hat Gott sich selbst jedoch auch begrenzt, weil es jetzt deine Verantwortung ist, dem Teufel zu widerstehen und nicht seine. Weil dir die Autorität gegeben wurde, wird Gott den Feind nicht für dich zurückweisen. Das Gebet: O Gott, bitte schaffe mir den Teufel vom Hals, funktioniert nicht. Dadurch, dass der Herr sein Wort sprach, legte er ein Gesetz fest. Du musst dem Teufel widerstehen, und er wird von dir fliehen. Du kannst es so ernst meinen, wie du willst, aber Freiheit von dämonischer Unterdrückung kommt so lange nicht, bis du Gottes Richtlinien befolgst. Du musst die Autorität ausüben, die Gott dir gegeben hat, oder es funktioniert nicht. Ein weiteres Gesetz ist: Du wirst das haben, was du sprichst. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Sprüche 18, 20 bis 21. Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Du wirst das haben, was du sagst. Matthäus 12, 34. Markus 11, 23.
Jakobus 3, 2 bis 12. Viele Menschen sehnen sich danach, geheilt zu werden, sprechen aber alle möglichen negativen Dinge aus. Sie sagen, was der Arzt ihnen erklärt hat, wie sich ihr Körper anfühlt und was die Meinung anderer Menschen ist. Und dann wundern sie sich, warum sie nicht erleben, dass Gottes Heilungskraft sich in ihrem Leben manifestiert. Aber hier existieren und arbeiten geistliche Gesetze. Bring dich nicht selber um. Dieselben Gesetze, die für uns nutzbringend sind, können uns ebenso umbringen. Wenn du eine freiliegende Leitung berührst, durch die elektrischer Strom fließt, bekommst du einen Schlag. Abhängig von der Stromstärke könntest du sogar getötet werden. Das liegt nicht daran, dass das Elektrizitätswerk dich nicht mag und sagt: Wir bestrafen dich dafür, dass du diesen blanken Draht berührst. Nein, es ist keine persönliche Sache. Es ist einfach ein Gesetz. Das Elektrizitätswerk produziert Strom zu deinem Nutzen und nicht, um dich umzubringen. Gott erschuf auch die Schwerkraft zu deinem Nutzen. Sie ermöglicht es dir, in deinem Sessel zu sitzen, ohne ihn am Boden festzuschrauben und dich anschnallen zu müssen. Anstatt dich ständig bemühen und anstrengen zu müssen, um nicht davon zu schweben, könntest du, wenn du wolltest, einfach in deinem Sessel einschlafen. Wenn du das Gravitationsgesetz jedoch missachtest und vom Empire State Building springst und in einem kläglichen Flugversuch mit deinen Armen flatterst, dann wird dasselbe Naturgesetz, das zu deinem Vorteil dienen sollte, dich umbringen. Das war dann nicht persönlich gemeint. Es spielt wirklich keine Rolle, ob es dir an Verstand gefehlt hat oder ob es deine willentliche Ignoranz war. Das Ergebnis ist dasselbe, weil du gegen ein Naturgesetz verstoßen hast. Nicht Gott hat es getan. Du hast dich selber umgebracht. Es ist ignorant zu sagen: Mensch, ich fühle mich immer schlechter. Der Arzt sagt, dass ich in 2 Wochen tot sein werde. Ich sterbe! Und dann im selben Atemzug zu beten: Gott, bitte heile mich, Jesu zuliebe. Wenn es dein Wille ist, Amen. Aber genau das tun Menschen und sind dann anschließend oft wütend auf Gott, weil sie sich fragen, warum sie nicht geheilt werden. Sie verstoßen permanent gegen die Gesetze des Glaubens und bringen sich dadurch, dass sie diese Worte des Unglaubens aussprechen, langsam aber sicher selber um. Gott wird nicht gegen sein Wort verstoßen. Er wird nicht für einen Menschen, der vom Empire State Building aus einen Flugversuch unternimmt, die Schwerkraft aufheben. Es spielt keine Rolle, wie ernsthaft diese Person es meint oder wie gut sie ist. Schwerkraft ist ein Naturgesetz. Wenn der Herr für diesen einen Flieger die Gravitation außer Kraft setzte, dann würden Millionen anderer Menschen sterben, weil sie von der Schwerkraft abhängig sind. Gott wird seine Gesetze, ob physikalisch oder geistlich, nicht außer Kraft setzen, nur weil du es gut gemeint hast. Sprich du zu ihm. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer
und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Markus 11, 22 bis 23. Der Herr befiehlt uns, zu unseren Problemen zu sprechen. Das ist eine Wahrheit über Gebet, die die meisten Menschen übersehen haben. Sprich zu dem Berg. Die meisten Christen sprechen mit Gott über ihren Berg, anstatt mit ihrem Berg über Gott. Der Berg steht für jedes deiner Probleme. Jesus erklärte: Sprich zu deinem Berg und befiehl ihm, sich ins Meer zu werfen. Der Durchschnittschrist betet so: Gott, ich habe da diesen Berg. Würdest du ihn bitte für mich entfernen? Der Herr hat dir befohlen, zum Berg zu sprechen und nicht zu ihm. Was auch immer es sein mag, sprich du zu ihm. Anlass für diese Lehre Jesu war allein der tote, vertrocknete Feigenbaum. Am Vortag noch hatte er zu Jesus gesprochen, doch der Herr antwortete und der Baum sprach nie mehr. Habe Glauben an Gott.